Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update von dem Beta Simplex Babys. Ihr seht ein sehr zugewuchertes Becken, also so mittelmäßig. Hier sind die Jungtiere drin und es ist viel Laub drin, denn ich habe festgestellt, dass sie das sehr gerne mögen und sehr gerne annehmen. Und jetzt müssen wir natürlich die Tiere hier ein bisschen suchen, aber die haben da immer ihre Ecken, wo sie sich aufhalten. Ich habe das Becken gerade erst sauber gemacht, aber ihr seht, die Schwebteile sind noch sehr präsent. Die Tiere sind jetzt immer noch so 1,5–2 cm lang, ein bisschen gewachsen, aber nicht viel. Fressen inzwischen auch Lebendfutter, Artemia und Frostfutter, Mückenlarven und so weiter. Und haben auch eine Menge Hunger mitgebracht. Und es sind wirklich immer noch, denke ich mal, 50 Tiere. Ich habe noch nicht nachgezählt, ist ein bisschen schwierig. Aber ich muss jetzt anfangen, die Gruppen irgendwie zu separieren oder mir allgemein was einfallen zu lassen. Denn ich kann die nicht so lange in diesen 25 Litern hausen lassen. Das sind natürlich zwar Gruppentiere, aber finde ich jetzt nicht so toll. Deswegen bin ich gerade noch am Überlegen, wie ich das hier weitermache. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich habe erst überlegt, ob ich die in das normale Simplex-Becken tue, aber das sind ja nur 100 Liter und sind ja noch Alttiere drin und andere Jungtiere. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber solange wie die sich hier noch nicht anzicken, kann ich noch nach einer Lösung suchen. Ja, die mögen das hier echt sehr gerne mit dem Laub und mit den Anubias. Und sind wirklich relativ ruhig. Die schwimmen relativ wenig rum, habe ich das Gefühl. Und sind sehr schreckhaft. Ich habe wirklich gerade nichts gemacht, aber die erschrecken sich. Genau. Ja, eigentlich gibt es hier nichts Neues. Man sieht bei manchen Tieren jetzt schon mal ein bisschen Schimmer. Da hoffe ich, dass das Männchen werden. Aber derzeit sieht man noch wirklich gar nichts. Aber sie sehen echt schön aus, oder? Ja, wo ist der jetzt hin? Der war doch gerade hier. Die gucken da hier wie die dunkle Bedrohung gucken. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt hier noch dazu sagen soll. Ihr seht ja die Tiere selbst. Die kommen auch nicht näher. Leider. Die halten sich alle in dem hinteren Bereich auf oder am Filter. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt noch ein paar mehr Pflanzen reintun, noch ein paar mehr Blätter. Denn wenn die sich verstecken wollen, dann dürfen die das natürlich. Im Gegensatz zu den normalen Bettas, seht ihr, die sind hier vorne. Und auch der größte Unterschied ist enorm. Genau, das war's mit diesem Update. Wenn ihr mehr über Beta Simplex oder andere Wildkampffische erfahren wollt, dann schaut gerne auf meine Facebook-Seite oder auf meine Webseite oder hier auf YouTube habe ich ein Video zum Beta Simplex hochgeladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!